Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Stier, was ist momentan bei dir los? Nein, der Schwerter. Frag mich nicht. Das hier sind die Tarot Illuminati-Karten von Eric C. Dünn. Bei diesen Karten, ja, wird hier, bei Neun der Schwerter werden die Schwerter hier nicht endlos abgebildet, sondern mit einem Ende hier. Siehst du, man sieht hier schon die Spitzen, die Schwertspitzen hier. Du hast momentan Sorgen, du hast momentan Schlafprobleme, sehe ich hier. Es gibt hier viele Dinge, die dich beschäftigen und mit 9 der Schwerter weißt du, dass hier 10 der Schwerter passieren wird. Freundschaften enden, Kontakte enden. Gewisse Menschen, ja, weißt du, wirst du nicht mehr sehen. Und das ist so ein bisschen so dieses durchgeschüttelt werden, bevor alles vorbei ist. Ja. Soll ich das jetzt erklären? Ich bin auf einer Hühnerfarm groß geworden. Hühnerfarm. Und die Sache ist die, Hühner haben eine gewisse Lebenszeit und sind halt, oder da auf einer Hühnerfarm, sind das Nutztiere. Das sind Nutztiere und wenn sie dann in einem oder beim Zyklus angekommen sind, wo sie so langsam zu Fleisch verarbeitet werden. Ich sag's euch, ich war da bis zum 7. Lebensjahr habe ich da gelebt. Ich habe es schon als Kleinkind habe ich wahrgenommen, wie die durchgedreht sind, wenn sie gemerkt haben, jetzt kommt der Moment, wo alles vorbei ist. Nee, ich will hier nichts Schlimmes für. Nee, wirst hier schon nicht zu Pullefleisch da verarbeitet. Um das geht's nicht. Es geht mehr darum, dass du weißt, jetzt kommt oder jetzt endet etwas. Eine Freundschaft endet, eine Verbindung endet. Jemanden werde ich nicht mehr sehen. Ein Zyklus endet in meinem Leben. Mein Single-Leben endet, meine Beziehung endet. Was auch immer bisher so dein Leben war, du weißt, es ist jetzt die Phase gekommen, eben die letzte Phase ist jetzt gekommen. Das weißt du und es ist fertig und du weißt, du wirst nicht mehr als Single aufwachen, nicht mehr als vergeben aufwachen, nicht mehr als die beste Freundin von XY morgens aufwachen. Ja, du weißt, da kommen Veränderungen und du drehst wie diese Hühner damals auf der Hühnerfarm, drehst du durch. Okay. Das ist dieses letzte. Gut. Königin der Schwerter, ja, aber Stier, du hast das aber auch selber eingeleitet hier. Das hier war deine Entscheidung. Die Hühner da, die konnten da nichts entscheiden. Du hast hier mit Königin der Schwerter, siehst du hier diesen Schmetterling? Hältst hier einen Schmetterling in der Hand. Das steht für diese Transformation, die du durchgemacht hast. Auch hier am Halter hast du einen Schmetterling, am Thron ein Schmetterling, überall Schmetterlinge hier auf dieser Karte. Hier ein Schmetterling, überall Schmetterling, überall so diese Transformation von Raupe hin zu Schmetterling. Du hast deine innere Schönheit erkannt, du hast gesehen, welche Schönheit dir in deinem Leben zusteht, du hast gesehen, was du verdienst und was du nicht verdienst und dementsprechend hast du hier gewisse Entscheidungen eingeleitet, gewisse Entscheidungen gefällt und dass hier Freundschaften enden oder Menschen aus deinem Leben rausschmeißt und ähnliches, das ist nicht etwas, das dir einfach passiert ist. Du hast oder du sagst dir selbst Augen zu und durch, ich muss das jetzt machen für mein Wohl, damit ich hier wie ein Schmetterling ja leben kann sozusagen, ja in meiner schönsten Version sozusagen leben kann. Okay, Augen zu und durch, diese Freundschaft da, die muss enden, dieser Kerl da, mit dem muss ich fertig werden oder dieses Single-Leben, das muss auch vorbei sein. Ja, für mein Wohl muss ich hier jetzt diesen Schritt machen und etwas in meinem Leben beenden. Okay.
La Emperatriz. Ich habe die noch auf Spanisch gefunden. Oh, Stier, wie sehr du blühen wirst nach dieser ja sorgvollen Zeit hier. Momentan ja, bist du hier ein bisschen am Flattern und Tun, aber ich habe hier die Herrscherin liegen, die Königin aller Königinnen, die Frau aller Frauen, die Stierkarte, eine Venuskarte. Du wirst sowas von blühen. Du tust momentan sowas von das, was Stier im Mai macht. Wir haben jetzt immer noch Stierphase, ja, all die Stiere um mich herum haben Geburtstag, ich hatte auch Geburtstag. Und man, das ist das, was man ja um den Geburtstag herum tut. Man räumt auf, ja. Tut man täglich auch bei Pflanzen, sollte man tun, täglich tote Blätter, tote Blüten abzupfen. Jasminblumen, tote Blüten abzupfen, dann kommen bessere raus, kommen bessere hervor. Du hast hier in der Vergangenheit, hast du hier tote Pflanzen, ja, jeden Tag schön gedüngt und bewässert. Hast da Liebe noch reingesteckt, in tote Pflanzen. Weg damit. Hier ist die Erblühung. Mit der Herrscherin hier wirst du nach dieser Phase sowas von bereit sein, um dein nächstes, höchstes Ich zu erreichen, Stier. Sowas von bereit. Ja, diese Wiedergeburt wird hier stattfinden. Wir haben hier mit der Herrscherin, haben wir auch eine schwangere Dame hier liegen, die ist offiziell schwanger. Dieses neue Ich in dir, die ist schon längst, oder? Die muss schon längst geboren werden und die bringst du jetzt auf die Welt. Und mit diesem neuen Ich kann sowieso diese möchtegern beste Freundin, dieser andere Kerl da oder dein Single-Leben oder sonst was, was auch immer du hier zurücklässt, nichts anfangen. Okay? Cool? Fünf der Stäbe. Drei der Schwerter. Wer ist es, der hier das Gefühl hat, dass hier ganz viel Konkurrenz um dich herum herrscht? Für dich Konkurrenz herrscht? Und das Gefühl hat, dass er, sie hier niemals eine Chance bei dir hat? Ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch wenig Ahnung davon hat, was bei dir privat so läuft. Was hier einfach dieser Mensch gesehen hat, ist die Herrscherin in dir. Ja, so dieses, boah, oder die Frau, um die sich alle streiten, sozusagen mit fünf der Stäben hier. Und deswegen geht hier dieser Mensch mit drei der Schwerter davon aus, dass du hier eh nicht interessiert wärst an diesem Menschen, dass du hier eh andere Optionen hast, denen du nachgehst. Ich habe hier, oder nach fünf der Stäbe, hier kommt sechs der Stäbe und hier dann vier der Schwerter, ja, diese Realisation darüber, was dieser Schmerz hier bedeutet, ja, weil momentan hat dieser Mensch so diesen Moment, wo er sie sich sagt, Stier will mich nicht. Ich sehe hier nicht, dass ihr kommuniziert habt, dass du hier irgendwas gesagt hättest, dass du hier irgendwie Nein gesagt hättest oder ähnliches. Ist einfach nur eine Vermutung von diesem Menschen. Ja, Stier wird mich eh nicht wollen, sagt dieser Mensch sich. Und jetzt, ja, in absehbarer Zeit, das sind Stäbe und Schwerter, das geht schnell, ist ungefähr ein, zwei Wochen hier, wird dieser Mensch hier dann mit vier der Schwerter zum Schluss kommen, ja, dass er sie sich diese Schmerzen einfach so aus dem Nix heraus selbst bereitet hat, dass da in der Realität nichts stattgefunden hat, ja, das mit irgendeiner Ablehnung oder ähnliches zu tun haben könnte. Fünf der Stäbe, darauf folgt sechs der Stäbe, erwarte hier eine Eroberung. Okay, da kommt eine Eroberung auf dich zu. Ich weiß, du bist momentan viel zu sehr mit etwas anderem beschäftigt, aber da kommt eine Eroberung auf dich zu. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Stier, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was dein Gegenüber hier vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.